Wir sprechen seit einigen Wochen regelmäßig mit Menschen, mit Initiativen, die in dieser Zeit, in Zeiten der Corona-Krise, entweder besonders betroffen sind oder besonders besonderen Einsatz zeigen. Und heute haben wir eine Pflegekraft, die hier in Leipzig auch tätig ist in diesem Beruf, sozusagen als Gesprächspartner gewonnen. Und ich würde jetzt so ein bisschen über die Situation sprechen, die jetzt auch durch die aktuelle Situation quasi auf Pflegekräfte, auf medizinisches Fachpersonal sozusagen zugerollt ist. Und ich würde zuerst fragen, du arbeitest ja als Pflegekraft, wie ist denn die aktuelle Situation, wie ist diese Corona-Krise für dich in deiner Tätigkeit auch zu spüren? Zu spüren ist sie, ich sage mal, man versucht es nicht so groß hinzutragen, dass man jetzt sich nicht verrückt machen lässt, aber man merkt, es ist doch schon etwas angespannter als sonst, weil man sich natürlich nicht ganz im Klaren immer ist, ob jetzt ein Patient kommt, wo man weiß, der hat es oder der hat es nicht. Das heißt, man kann nicht genau vorher wissen, ob da irgendwo ein Risiko besteht. Also es ist mehr angespannter als vorher. Genau. Und es wird ja in der öffentlichen Diskussion auch stark diskutiert oder stark prononciert, dass es gerade für medizinisches Fachpersonal jetzt wichtig ist, Schutzausrüstung zu haben. Wie sieht es aus? Ist es knapp oder habt ihr da genug Material? Also bei uns ist es momentan so, dass wir relativ gut mit Schutzkleidung umkommen. Also wir haben gute Kleidung, also Ganzkörperkleidung, diese aus Plastik, die kommen wir gut mit klar. Und das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist momentan das Desinfektionsmittel, da es doch auch viele gibt, die tatsächlich einfach mitnehmen. Und Mundschutz ist auch sowieso so ein Thema, aber man kriegt es gut eingeteilt. Für die Stationen, die es eben nicht so sehr benötigen, die kriegen eben weniger als die, die es mehr benötigen. So zum Beispiel Geriatrie oder Kardiologie, wo es eben wichtiger ist, die haben mehr als, sage ich jetzt mal, ja, eine Notfallaufnahme oder so. Also eine gewisse Umverteilung auch innerhalb des Krankenhauses, ne? Okay, jetzt ist es ja so, dass die Arbeit im Pflegebereich sowieso großes gesellschaftliches Thema war. Gestern war auch am Dienstag, den 7.4. war auch Weltgesundheitstag. Da ist das auch nochmal von vielen artikuliert worden. Die Arbeit wird gemeinhin als physisch und auch psychisch sehr anspruchsvoll beschrieben, auf der anderen Seite aber zu wenig entlohnt. Ist es sozusagen jetzt auch eine Situation, wo bestimmte Defizite in dem Berufsbereich sozusagen auch nochmal zutage treten? Und wie ist so die Stimmung auch unter deinen Kolleginnen und Kollegen? Auf jeden Fall. Also man merkt deutlich, dass viele deutlich, sage ich jetzt mal, Probleme bekommen, dadurch eben auch familiär, da sie unter anderem ja nicht nur selber im Krankenhaus jemanden zu pflegen haben, also dort zu arbeiten, sondern eben auch zu Hause. Ich kenne viele, die selbst zu Hause noch ihre Eltern, die krank sind oder so, eben nicht in ein Krankenhaus geben oder in ein Pflegeheim stecken können, eben weil das Geld fehlt oder weil der MDK oder so etwas eben nicht mitmacht. Und die haben dann meistens schon etwas Schwierigkeiten, ja, tatsächlich. Und vielleicht auch nochmal anschließend daran, siehst du jetzt vielleicht auch so eine Zeit, wo man den besonderen Druck in diesem Arbeitsbereich sozusagen auch aufgrund der aktuellen Situation da nochmal sozusagen besonders stark artikulieren muss, was die Bezahlung betrifft oder sozusagen auch den Fachkräftemangel, der wird ja stark diskutiert. Ja. Ist es jetzt ganz besonders, also wird das jetzt sozusagen nochmal verdichtet, sozusagen die Probleme, die es im Bereich gibt, in dem Bereich? Ja, würde ich schon sagen, da es unter anderem auch vorkommt, dass viele Neuarbeiter reinkommen, die erst angearbeitet werden müssen. Also Personal, es gibt viele Freiwillige, die gerade Hilfe leisten, das ist sehr, finde ich, sehr gut. Allerdings ist das bezahlende Entgelt schon seit Jahren sowieso schwierig in der Pflege, für das, was die Menschen leisten, einfach nicht das zu bekommen, was denn auch so ist. Ich selber mit meiner Erfahrung habe eben dadurch mitbekommen, eben, dass man sehr viel arbeiten geht und man sehr viel psychisch auch macht und man sagt mal so, man ist ein Mensch, der jetzt nicht wirklich 8 Stunden lang von um 10 bis früh um 6 die Nachtschicht dort macht und dann eben im Monat nicht rauskommt, um seine Familie zu ernähren. Das finde ich jetzt nicht besonders, nicht gut, sage ich mal. Aber die aktuelle Situation, würdest du diese Einschätzung teilen, ist auch eine Chance sozusagen, um da voranzukommen quasi, ne? Oder fühlst du oder nimmst du wahr, dass die Politik das sozusagen jetzt auch stärker würdigt vielleicht? Also man ist
ich finde deutlich, man wird deutlich besser, man hat eine bessere, wenn man sich vorstellt und sagt, man ist eine Pflegekraft, ist man mittlerweile eher mal, sage ich mal, ein besseres Bild als früher vor, ich sag mal, 5 Jahren oder so. Damals war der Beruf ja mehr so, aha, schön, du wäschst irgendwelche Leute, aber und so, aber eben mittlerweile hat man dann doch schon einen gewissen Status, wenn man Pflegekraft ist. Ja. Also könnte aus der Situation tatsächlich sozusagen auch eine stärkere Wertschätzung, die sich vielleicht auch in Entlohnung und besseren Arbeitsbedingungen zeigt, folgen. Oder das ist sozusagen auch die Aufgabe, die es an die Politik jetzt gibt, tatsächlich. Ne? Denke ich schon. Genau. Habt ihr denn in eurem Krankenhaus, vielleicht auch um es nochmal konkreter zu machen, habt ihr viel mit Corona-Patienten zu tun oder schlägt eigentlich der Alltag eher durch sozusagen? Es ist mehr der Alltag. Momentan zu große Gefährdungspatienten haben wir nicht. Die werden ja alle in ein bestimmtes Krankenhaus in Leipzig eben verlegt. Und in dem Krankenhaus, wo ich mich befinde, sind die Zahlen eher gering. Also da ist eher nichts zu befürchten. Also eher die Alltagssituation. Eher Alltagssituation, genau. Und vielleicht nochmal so ein Thema, was so politisch, gesellschaftlich gerade stark diskutiert wird, das Thema Ausgangsbeschränkungen. Der Freistaat Sachsen hat ja wie andere Bundesländer auch oder ein bisschen härter so auch als andere Bundesländer am 22.03. Ausgangsbeschränkungen erlassen. Das betrifft zum Beispiel auch das Verbot des Besuches von Pflegeeinrichtungen, von Altenheimen, von Krankenhäusern und so weiter und so fort. Es gibt inzwischen schon eine sehr kritische Diskussion, dass das sehr einschränkend ist. Vielleicht auch aus deiner Perspektive, wie bewertest du das? Ist es gerade klug, sozusagen solche Reglementierungen zu setzen, so auch aus medizinischer Sicht oder aus Gesundheitsschutzsicht, oder ist es jetzt doch ein bisschen zu streng? Ich glaube, das ist besser so, wenn es so ist, wie es momentan ist. Ich nach meinen Einschätzungen sehe, dass, wie es momentan ist, sogar ziemlich gut an. Über eine gelockerte Ausgangsbeschränkung hätte ich persönlich auch nichts, da es vielleicht auch medizinisch echt entlastet. Sozusagen 65 plus bleibt zu Hause und Arbeitsuntätige und Menschen, die eben nicht wirklich raus müssen, siehe jetzt Schüler oder so, die gerade doch ganz schön Probleme haben, ihren Stoff mitzukommen. Und ja, also ich finde das gut, so wie es ist momentan, ja. Du findest es gut. Und auch die Einschränkungen jetzt im Bereich des Besuches von Angehörigen, die gepflegt werden oder die in Altersheimen sind, findest du auch vertretbar sozusagen, dass man da erstmal sozusagen eine temporäre Besuchssperre eingezogen hat? Das finde ich in Ordnung, ja. Weil meistens ist es so, ich habe ein paar Freunde von mir, die arbeiten auch in dem Pflegeheim und die haben mir erzählt, dass die zum Beispiel die Menschen mit Alzheimer oder Demenzerkrankung, bei denen ist es jetzt mal, das ist zwar ethisch nicht ganz korrekt, sage ich mal, aber wenn man es mal so nimmt, tatsächlich nehmen die es ja nicht wahr, ob jetzt jede Woche ihre Söhne hinkommen oder so. Und dementsprechend ist es für die am Ende auch nicht so schlimm. Die Menschen, die eben wirklich dort sind, durch, weiß ich nicht, irgendwelche chronischen Erkrankungen oder so, Bettlägerigkeit, da haben die sich eine gute Entscheidung getroffen, dass die Mitbewohner oder die Pflegekräfte, Angehörige irgendwas vorbeibringen, mit dem die dann sozusagen skypen können oder irgendwas, wo sie dann doch miteinander Kontakt halten, die es eben nicht schaffen hinzukommen oder eben nicht dürfen, wie in dem Fall, sondern dass die dann einfach sowas wie so einen Stationscomputer haben oder so und dann kannst du einmal in der Woche mit denen dort telefonieren oder skypen und das fassen die auch meistens sehr gut auf. Also eher ein positives Feedback. Ja, eher schon, ja. Okay. Willst du vielleicht oder hast du sozusagen noch also Botschaften oder Inblicke sozusagen aus deiner Arbeit, die du gerade für wichtig hältst, noch zu kommunizieren? Das ist eine gute Frage, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube erstmal nicht, nee. Wichtigste ist, glaube ich, geklärt für die momentane Lage. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Kraft, dir und deinen Kolleginnen und Kollegen die Situation gut zu meistern und vielleicht auch sozusagen gestärkt am Ende aus der Situation herauszugehen. Dankeschön. Danke für das Gespräch.